Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Apps im App Store, dass man sich gar nicht mehr so wirklich entscheiden kann, welche jetzt die besten für meine Bedürfnisse sind. Und deswegen möchte ich euch heute gerne drei kostenlose Apps, die am besten für die Schule, das Studium oder die Arbeit geeignet sind, vorstellen. Sollten euch derartige Videos interessieren und gefallen, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video herausbringe und ihr könnt es euch direkt anschauen. Beginnen wir jetzt aber auch direkt nach dem Intro mit dem Video und ich zeige euch die drei kostenlosen Apps, die ich persönlich sehr gerne in der Schule, aber danach auch im Studium und auch jetzt auf der Arbeit verwende. Beginnen wir zuallererst mit der App Docutane und das ist eine kostenlose Möglichkeit, eure Dokumente zu verwalten und eben zu digitalisieren. Das heißt, ihr könnt ganz einfach mit Hilfe der Kamera Fotos erstellen und diese dann als Scan in dieser App speichern. Und ich habe hier jetzt mal drei Beispieldokumente hochgeladen und meine vorigen dafür gelöscht, weil diese eben mit Adressen etc. und Rechnungen versehen waren. Aber hier habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, ganz einfach neue Dokumente hinzuzufügen und ihr habt über die Menüführung die Option, zum Beispiel über Schlagwörter das Ganze zu filtern. Ihr könnt Dokumententypen filtern, ihr könnt Adressen hinzufügen. Da habe ich jetzt ebenfalls mal eine Beispieladresse hinzugefügt und diese könnt ihr jetzt dann den Dokumenten entsprechend zuweiten. Das Ganze funktioniert eben auch mit den Schlagwörtern. Da könnt ihr zum Beispiel Einnahmen und Ausgaben ganz einfach filtern, um verschiedene Rechnungen zu gliedern. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ganz einfach über die Dokumententypen das Ganze zu verwalten. Also auch hier habt ihr sozusagen bestimmte Schlagwörter wie Rechnung oder Lieferschein und das könnt ihr dann entsprechend ganz einfach kategorisieren und so den perfekten Überblick behalten. Um ein neues Dokument zu scannen, müsst ihr im Grunde genommen hier unten nur auf das Kamera-Icon gehen. Dann öffnet sich hier auch schon die Kamera und dann könnt ihr hier ganz einfach eben über dieses Dokument gehen und dieses einmal scannen. Dann wird das Ganze automatisch fotografiert und gescannt und dann habt ihr eben die Möglichkeit, das Ganze noch zusätzlich zu bearbeiten. Aber im Grunde genommen seht ihr schon, dass hier der Scan einmal vollführt wurde. In meinem Fall jetzt ein bisschen schräg. Das Ganze kann man dann noch nachträglich korrigieren. Wenn ihr einen Scan erstellt habt, könnt ihr diesen nachträglich natürlich noch bearbeiten. Ihr könnt ihn beschneiden, ihr könnt ihn drehen, ihr könnt Filter verwenden, um zum Beispiel nur schwarz-weiß rauszuarbeiten, nur grau oder eben das Originalbild. Das könnt ihr dann entsprechend noch verändern. Meistens ist aber die Autofunktion die beste. Nachdem ihr einen Scan fertiggestellt habt, könnt ihr die dann hier oben sichern und daraufhin habt ihr die Möglichkeit, hier eine Bezeichnung auszuwählen und dann eben auch zum Beispiel einen Dokumententyp zu wählen, Schlagwort. Ihr könnt Adressen hinzufügen, wenn ihr zum Beispiel Rechnungen oder Dokumente von bestimmten Personen häufiger bekommt, einen Betrag hinzufügen. Und was ich sehr cool finde, ihr könnt auch steuerrelevant hier auswählen, damit man dann einen perfekten Überblick über alle Dinge hat, die man sozusagen digitalisiert hat, die dann später für die Steuererklärung wichtig sind. Natürlich könnt ihr die verschiedenen Dokumente auch mit den unterschiedlichsten Cloud-Diensten verbinden. Das heißt, ihr könnt hier einmal auf das Menü gehen und dann in die Einstellung. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, verschiedene Cloud-Anbieter auszuwählen. In meinem Fall ist es hier jetzt iCloud, aber ihr könnt hier eben unten entsprechend zwischen sehr vielen verschiedenen wählen und das Ganze da dann auch speichern und verwalten und dann eben von überall auf eure Dokumente zugreifen und könnt eben diese dann synchronisieren. Das Ganze könnt ihr in verschiedenen Takten durchführen lassen, also zum Beispiel alle 5 Minuten, alle 15 Minuten, einmal die Stunde und so weiter. Das könnt ihr eben ganz einfach hier verändern, genauso wie sehr viele weitere Einstellungen zum Scannen, also zum Beispiel das automatische Auslösen, was hier aktiviert werden kann. Oder eben auch die Texterkennung, die ihr hier auswählen könnt, um dann eben entsprechend eure Dokumente zu scannen. Selbstverständlich bietet die App modernste Verschlüsselungsmethoden und einen Passwortschutz und natürlich könnt ihr auch die einzelnen Dokumente ganz einfach teilen, zum Beispiel eben über AirDrop, per SMS, per E-Mail und so weiter und natürlich auch hier zum Beispiel in den Dateien sichern etc. Diese ganzen Möglichkeiten habt ihr natürlich selbstverständlich auch. Insgesamt bietet die App also einen sehr guten Funktionsumfang, zum Beispiel eben für Schüler, um bestimmte Dokumente zu scannen, für Studenten, vielleicht schon für die Steuererklärung und natürlich auch für Arbeitnehmer oder allgemein für die Arbeit, um eben bestimmte Dokumente zu digitalisieren. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos, ihr habt aber auch die Möglichkeit Docutane Pro zu erwerben, dann bekommt ihr noch ein paar weitere Funktionen hinzu, das sind dann hier zum Beispiel das Ganze als Textdatei zu exportieren oder ähnliches und das kostet dann nur 3,49 € einmalig. Machen wir jetzt auch schon weiter mit einer App, die ich persönlich auf der Arbeit sehr viel verwende, aber auch für YouTube privat und zwar Wunderlist und die kennen mit Sicherheit schon einige, die kann man eben privat, aber auch sehr gut für die Schule, fürs Studium oder für die Arbeit verwenden und hier kann man dann verschiedene Listen erstellen, ganz grob zusammengefasst
kann man hier zum Beispiel für die Einkaufsliste einstellen, für die Arbeit, in meinem Fall hier jetzt für YouTube, für private Erinnerungen und so weiter. Und da kann man dann eben raufklicken und kann das Ganze abhaken, wenn man mit diesem Ereignis fertig ist. Also im Grunde genommen wie die Erinnerung-App, nur mit verschiedenen Kategorien und einfach ein bisschen übersichtlicher, meiner Meinung nach. Ihr könnt das Ganze dann auch noch bearbeiten, könnt ihr noch weitere Aufgaben hinzufügen, Erinnerungen, wann die Fälligkeit ist und Dateien hinzufügen. Das heißt, ihr habt hier eigentlich einen sehr großen Funktionsumfang. Ihr könnt verschiedene Einträge favorisieren, damit die eben oben stehen und eine höhere Priorität bekommen. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier dann ganz einfach abzuhaken. Und am Ende, was ich sehr schön finde, habt ihr auch die Möglichkeit, euch die erledigten Aufgaben anzuschauen und könnt dann sehen, wie viel ihr schon geschafft habt, was auf jeden Fall sehr motivierend ist. Das Ganze habe ich, wie gesagt, hier zum Beispiel auch für YouTube gemacht, welche Videos ich noch machen soll, etc. Das wird dann hier ebenfalls integriert. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier unten das Ganze zum Beispiel freizugeben, um diese Liste mit Freunden, mit Arbeitskollegen etc. zu teilen. Also zum Beispiel mit dem Partner die Einkaufsliste oder auf der Arbeit, wenn man Aufgabenteilung hat, dann kann man das Ganze hier ganz einfach über diese Funktion freigeben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Listen auszudrucken, damit man diese dann nochmal analog weitergeben kann, zum Beispiel in einem Meeting. Oder wir haben auch die Möglichkeit zu chatten, also man kann hier Unterhaltungen starten, um dann über bestimmte Themen, die innerhalb dieser Wunderlist vertreten sind, zu diskutieren, zu schreiben, sich auszutauschen oder eben Aufgaben zu verteilen. Das ist auch sehr praktisch, eben zum Beispiel auch im Studium. Wenn man an einem Projekt arbeitet, dann kann man hier, auch ohne dass man nebeneinander sitzt, miteinander direkt über das jeweilige Thema sich austauschen und eben auch verschiedene Aufgaben verteilen. Ich persönlich finde Wunderlist wirklich sehr gut. Ich finde, wenn man einen strukturierten Arbeitsablauf haben möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Man muss natürlich immer die Listen aktuell halten, aber wenn man das macht, dann bietet das auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Machen wir als nächstes weiter auf dem iPad, denn gerade in der Schule, im Studium oder auf der Arbeit ist es natürlich auch wichtig, sich Notizen zu machen. Und das kann man mit verschiedenen Apps machen, die häufig Geld kosten. Ihr könnt das Ganze aber auch integrieren und zwar innerhalb einer App mit Paper. Und da habt ihr eben die Möglichkeit zu zeichnen mit sehr vielen Optionen. Ihr habt aber eben auch die Möglichkeit, Texte zu schreiben. Das heißt, ihr könnt natürlich hier auch ganz einfach Notizen mit erstellen und dann entsprechend passend noch Skizzen zeichnen. Ihr könnt verschiedene Bilder einfügen. Ihr habt also auch hier sehr viele Möglichkeiten und könnt das Ganze dann am Ende auch teilen. Ich persönlich finde diese Anwendung wirklich ziemlich cool, vor allen Dingen, weil sie sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet und auch kostenlos ist. Es gibt natürlich auch da eine Pro-Version, aber für die meisten Anwendungsfälle ist die kostenlose Version auf jeden Fall ausreichend. Wie eben bereits erwähnt, könnt ihr auch ganz einfach Bilder hinzufügen und das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel an einer PDF arbeitet und entsprechend hier Notizen machen möchte. Also die könnt ihr hier dann einfügen, könnt die entsprechend vergrößern und das Ganze dann hier speichern und dann könnt ihr natürlich ganz einfach mit einem Textmarker etc. hier bestimmte Dinge sozusagen markieren. Das funktioniert in sehr vielen verschiedenen Apps. Das ist hier jetzt im Grunde genommen nur ein Beispiel, vor allem ein kostenloses Beispiel. Aber so könnt ihr innerhalb von verschiedenen Dokumenten eben verschiedene Arbeiten machen. Ihr könnt ganz einfach Dinge markieren, Listen erstellen und so weiter. Und das funktioniert auch innerhalb von kostenlosen Apps wie Paper sehr gut. Und gleichzeitig, wenn ihr dann auch noch sehr gut zeichnen könnt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, bestimmte Dinge noch zusätzlich hinzuzufügen in Form von Skizzen etc. Das funktioniert auf jeden Fall auch innerhalb dieser App wirklich sehr gut. Wenn ihr das Ganze dann fertig bearbeitet habt, dann könnt ihr natürlich auch euer Werk teilen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze ganz normal über verschiedene Teilungsoptionen zu verbreiten, also in Dateien sichern, per AirDrop, per E-Mail, per SMS. Das ist natürlich alles möglich und ohne Probleme zu machen. Außerdem könnt ihr das Ganze auch duplizieren, verschieben oder eben Testnotizen hinzufügen und auch die Kamera verwenden, um eben bestimmte Inhalte hinzuzufügen, Scans hinzufügen, wie zum Beispiel mit der ersten App, die ich euch vorgestellt habe. Die könnt ihr euch dann teilen, hinzufügen und an dem Scan dann hier auf dem iPad auf einem größeren Display arbeiten. Besonders noch einmal zu erwähnen ist natürlich die Apple Pencil Unterstützung, die ihr hier ja unschwer erkennen könnt und die gute Handballenerkennung. Das heißt, wenn man hier eben etwas zeichnet, schreibt und so weiter, kann man ohne Probleme mit dem Handballen auf dem iPad das Ganze ablegen und kann dann eben trotzdem sehr gut eben Notizen machen und so weiter. Das funktioniert natürlich sehr gut allgemein auf dem iPad, aber auch innerhalb dieser App ohne Probleme. Für mich persönlich ist also die Kombination aus allen drei Apps eigentlich wirklich sehr gut. Ihr könnt Dokumente einscannen und diese dann zusätzlich zum Beispiel in Paper bearbeiten, könnt die dann wieder zurücksenden und natürlich könnt ihr euch bestimmte Aufgaben
innerhalb von Wunderlist abspeichern. Das heißt, man hat eigentlich eine sehr gute Kombination aus drei Anwendungsmöglichkeiten mit drei kostenlosen Apps, die jeweils natürlich noch Pro-Pakete anbieten, aber grundsätzlich kostenlos sind. Und damit, finde ich, kann man sowohl in der Schule als auch im Studium oder auf der Arbeit sehr viel anfangen. Das wäre es dann aber auch schon wieder mit diesem Video mit drei praktischen Apps für die Schule, das Studium, die Arbeit oder allgemein auch für den Alltag. Und ich hoffe natürlich, dass für euch etwas dabei war. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was ihr so für Apps kennt, die man sehr gut in den Bereichen verwenden kann. Schreibt sie mir gerne mal unten in die Kommentare und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.